Nix in die Ecke. Moin moin zu Nix in die Ecke. Heute mit Hotline Miami. Wir spielen jetzt mal 2-3 Chapter, um einen Überblick davon zu kriegen, wie gut dieses Spiel eigentlich ist. Und das soll es dann auch gewesen sein. Also legen wir gleich mal los. Und wir nehmen Brandon, weil schön schnell. Dann mal los. Okay. Ja, das ist nicht übel. So. Und geschafft, jawoll ja. Dann wollen wir doch gleich mal weiter, wa? Leider nicht so schöne Kombos hingekriegt. Aber gut. Ein A-Minus, ja. Generic, oh Mann, oh. Das ist super, nehmen wir uns die Gratispizza und verzocken uns. Bloß weg hier! Und auf zum nächsten Blutbad. Dann wollen wir mal. Los geht's. Ah, verflucht. Alter, was ist hier los? Was ist hier los? Meine Fresse. Alter. Okay, okay, da hat allerdings immer eine Shotgun, kommt immer hier runter. WTF? Alter. Kann doch nicht sein! So. Ihn ignorieren. Dann da rein. Ihn töten. Ihn ignorieren. Ihn töten. Alter. Captain Shotgun. Bastard. So. Arschloch. So, geht doch. Erfolg kaputt. Nervig das war. So, ups. Was ist denn hier los? Oh, verflucht. Die Waffe nicht. Nein. Die Kartoffel gefällt mir nicht. Jawohl. Das ist doch schön. So, und jetzt müssen wir nur noch abwarten, bis der richtige Moment gekommen ist. Ah, verflucht. Was ist das? Okay, da hört nichts, eindeutig. Und dann wollen wir mal weg hier. Lebt hier noch irgendwas? Nö. Okay. Holprig, aber hingekriegt. A-Minus, okay.
Und wieder mal kriegen wir was gratis, ist mein Film. So, begeben wir uns direkt zur nächsten Mission. Something fancy. Ja, kriegen wir hin. Trage ich meine fabulöse Brandmaske, dann läuft das. So, in diesem Level muss man schon ein bisschen mehr vor sich fallen lassen. Und wenn ich das gedacht habe, sterbe ich wahrscheinlich instant. So, wo bleibt er? Ist er nicht mehr... Kaputt bist du. Okay, da müssen wir jetzt... Ah, da ist er. Auf den habe ich gewartet. Hart verwirrt. Falsche Taste. Jawohl. Das war der Fehler. Junge! Alter, so. Knappe Kiste. Und fertig mit der Laube. Fertig ist die Laube. Ich heute mal wieder der Meister der Sprüche. Noch nicht. So. Upsa. Ach, verflucht. Eins. Größere Reichweite als ich. Mist. Alter, was ist da los? Junge. Ja. Shit. Ja. So viel dazu. Das wäre doch jetzt schon mal gut gelaufen. Bewegen wir uns also zum... Oh. Naja. Na komm, was kannst du, Junge? Ach, verflucht. Mit einem Kick töten, das kann er. Nein, komm nicht so nah. Nein. Oh, Kackmarete, die kann gar nichts. Na, was tue ich denn? Mit der Shotgun, mit der doppelläufigen 200. Das tue ich, weil ich kann. Ah, oh Gott, okay. Jawohl. Das ist doch schon deutlich besser, ja. Ha, nix, Junge. Jawohl. Somit hätten wir das schon mal geklärt. Und jetzt retten wir noch die Dame in Not. Ja, Leute. Das wäre das mit Hotline Miami. Ich würde sagen, nach wie vor ein super Spiel. Jetzt schon halt wirklich ein Klassiker. Und ihr solltet das unbedingt mal testen und anspielen. Und das war jetzt die erste Folge der Indie-Ecke. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich freue mich über jedes Feedback, was für Indie-Titel ich rannehmen soll. Und dann werde ich alle Hebel in Bewegung setzen, um das auch zu machen. Und ich würde mich schon mal sehr über einen Daumen freuen, nach oben am besten. Ja, und wie schon gesagt, Feedback, das hilft am meisten. Ich freue mich drauf, habt einen schönen Tag oder einen schönen Abend, je nachdem. Und bis zum nächsten Mal.